Liebe Genossinnen und Genossen, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei Klaus Herzog bedanken für dein Grußwort. Lieber Klaus, man sieht es dir nicht an, aber du wirst in knapp 2 Wochen 65 Jahre alt. Nun soll man nicht im Vorfeld gratulieren, das gehört sich nicht und das ist ein schlechtes Omen, aber so jung kommen wir ja nicht mehr zusammen, auch nicht in dieser Zusammensetzung. Deshalb möchte ich dir sehr herzlich zurufen, du machst hier einen Riesenjob in Aschaffenburg, du kannst stolz sein auf das, was du geleistet hast. Du bist 1973. Du bist ein Sohn dieser Stadt. Du bist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und dein Vater hat dir zugerufen, Klaus, mach was aus deinem Leben. Dein Vater kann stolz sein oder könnte stolz sein auf das, was du geleistet hast, 1973 in die SPD eingetreten, grandiose Wahlergebnisse erzielt hier in Aschaffenburg. Und wir sind sehr froh, dich in unserer Mitte zu haben. Du hast mal in einem Interview gesagt, natürlich ist mein großes Vorbild Willy Brandt. Seinetwegen bist du 73 in die SPD eingetreten. Und du hast noch ein zweites Vorbild, hast du mal gesagt, nämlich John F. Kennedy. Ich rufe dir zu, du bist der John F. Kennedy Frankens und wir sind froh, dass wir dich in unserer Mitte haben, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, heute ist der 5. März und heute jährt sich der Todestag von Wilhelm Hoegner auf den Tag genau zum 36. Mal. Wilhelm Hoegner, der große Sohn Bayerns, dessen Schwiegersohn Rudi Stock heute bei uns ist. Wir freuen uns sehr, dass der Ehrenvorsitzende Aschaffenburgs im Alter von 94 Jahren heute den Weg zu uns gefunden hat. Lieber Rudi, ich darf dir zurufen. Wie auch dem Urenkel Ludwig Hoegner, Ludwig, wo bist du? Aus dem Ortsverein Harlaching in München. Mosach. Mosach, hast du gewechselt vor ein paar Jahren. Wir werden das Erbe eures Schwiegervaters und eures, wie sagt man dann, Uropas, lieber Ludwig. Wir treten dieses Erbe an, denn er ist unser Vorbild in der Landtagsfraktion und für die bayerische SPD. Er hat die bayerische Verfassung geschrieben. Er hat das Grundprinzip der Subsidiarität, Demokratie von unten mit den Kommunen als Nukleus der Demokratie in die Verfassung geschrieben. Er hat uns ins Stammbuch geschrieben als bayerische Sozialdemokratie, kümmert euch um die unteren Volksschichten, wie das damals 1946 noch hieß. Und er hat vor allen Dingen auch sich als Vorbild gezeigt, als er 1924 bereits einen Untersuchungsausschuss gegen Hitler im Bayerischen Landtag angestrengt hat und dann der flammendste Redner gegen das Hitler-Regime in den 20er und 30er Jahren war. Das ist unser Vorbild und dieses Erbe, lieber Rudi und lieber Ludwig, das treten wir als bayerische SPD an. Schön, dass ihr heute bei uns auf diesem Parteitag seid. Florian Pronold hat es bereits bei seiner Begrüßung gesagt, wir haben sehr ernste Zeiten im Moment. Und wenn ich das aufgreifen darf, worüber ich gerade eben gesprochen habe, Wilhelm Hoegner, sein Kampf gegen den Rechtsextremismus, gegen den Nazis, da sind wir jetzt alle gefordert. Und wir drücken unseren Wahlkämpfern in Sachsen-Anhalt, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz die Daumen jetzt auf den letzten Metern. Denn eines wollen wir alle nicht. Wir wollen keine Nazis im Gewande Gutbürgerlicher in den Parlamenten, in den Länderparlamenten haben. Das kann man aber nur verhindern, wenn man zur Wahl geht, wenn wir eine hohe Wahlbeteiligung haben in Sachsen-Anhalt, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und deshalb rufen wir unseren Wahlkämpfern dazu, gebt noch mal richtig Gas, denn wir wollen keine Nazis in den Parlamenten. Wir brauchen eine starke SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Florian hat es bereits gesagt, gerade in der Familienpolitik kann man sehen, wie die Unterschiede sind, wer wo regiert. Und gerade unsere Wahlkämpfer jetzt in Sachsen-Anhalt, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind auch Vorbilder für bayerische Politik. In Sachsen-Anhalt ist die Kinderbetreuungsquote traditionell schon seit vielen Jahren so hoch wie in keinem anderen Bundesland. 80% aller Einjährigen werden dort in Kitas betreut, in Krippen. 90% aller Zweijährigen, unglaubliche Zahlen, man kann sich das fast nicht vorstellen. In Baden-Württemberg war es lange so, dass die öffentliche Kinderbetreuung darbte, als noch die Schwarzen dort regierten und kaum
ist Nils Schmidt und seine Truppe von der Sozialdemokratie dort an der Regierung beteiligt, haben sich in Baden-Württemberg die Mittel für die Kleinkinderbetreuung versiebenfacht. Und Baden-Württemberg ist heute Spitzenreiter beim Personalschlüssel mit 3,1 Krippenkindern pro Erzieherin und 7,7 Kita-Kindern auf eine Erzieherin. Die haben ordentlich was geleistet. Und deshalb hat Nils Schmidt, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, und unsere Freunde von der baden-württembergischen Sozialdemokratie ein gutes Wahlergebnis verdient. Wir wollen, dass diese Regierung dort fortgesetzt wird. Wir wollen, dass diese Familienpolitik dort fortgesetzt werden kann. In der vergangenen Woche durfte ich in Rheinland-Pfalz, dem Mutterland der Familienpolitik, Wahlkampfunterstützung leisten. Sensationell, was Malu Dreyer dort auf den Weg gebracht hat. Die Pro-Kopf-Investition in der Kinderbetreuung, die ist deutlich besser als bei uns in Bayern. 8.200 Euro in Rheinland-Pfalz, nur 6.700 Euro bei uns in Bayern. Wir belegen da einen mittleren Platz 9. Eigentlich beschämend, das entspricht nicht unseren Ansprüchen. Und die Bildung ist in Rheinland-Pfalz vom zweiten Lebensjahr bis hin zur Hochschule gebührenfrei, auch ein Ziel, das wir in Bayern mittelfristig erreichen wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Und was erleben wir jetzt im Wahlkampf? Frau Klöckner von der CDU kündigt an, sie möchte wieder Kindergartengebühren einführen in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, das soll wieder etwas kosten. Und hat allerlei Pläne vorgelegt, auch zur Integration, zur Asylgesetzgebung, der sogenannte Klöckner-Plan A2, um den Plan B anders zu nennen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen keine Klöckner A2 in Rheinland-Pfalz, denn wir haben dort eine 1A Malu Dreyer und die soll ihre gute Familienpolitik fortsetzen können. Wir müssen aber gar nicht unbedingt in die anderen Bundesländer gucken. Wir drücken unseren Wahlkämpfern natürlich die Daumen. Aber auch im bayerischen Vergleich, Florian hat es bereits angesprochen, stehen wir als bayerische Sozialdemokratie ausgesprochen gut da. Es liegt noch gar nicht lange her, da haben wir eine Anfrage gemacht im Bayerischen Landtag, weil wir mal wissen wollten, wie ist denn das so im kommunalen Vergleich? Wie stehen denn eigentlich wir da? Was wird da so geleistet? Und es war nicht wirklich überraschend, aber dennoch macht es uns ein Stück weit stolz, denn die höchsten Kinderbetreuungsquoten im Freistaat Bayern gibt es in sozialdemokratisch geführten Städten. In München mit Christian Ude und in Dieter Reiter, in Passau mit Jürgen Dupper und ganz oben, lieber Norbert Tesmer, ist Coburg die höchste Kinderbetreuungsquote im Freistaat Bayern, eine der höchsten überhaupt in Deutschland. Deshalb bist du heute hier auch später auf dem Podium, um uns zu erzählen, wie das geht. Liebe Genossinnen und Genossen, wären die Kita-Standards vergleichbar mit Olympischen Spielen, dann würden wir Sozialdemokraten Gold, Silber und Bronze absahnen, öffentliche Kinderbetreuung zu organisieren. Das kann die SPD besser als jede andere Partei. Nun ist es nicht weiter verwunderlich, dass wir so starke Defizite hatten in Bayern. Denn noch vor 10, 12, 13 Jahren war es im CSU-Bierzelt so, dass die CSU-Abgeordneten polemisiert haben gegen öffentliche Kinderbetreuung. Da war von Wahranstalten die Rede und von sozialistischem Teufelszeug. Und wir hatten gedacht, sie lerne dazu. In der Regierungserklärung hatte der Ministerpräsident angekündigt, Bayern wolle aufholen. Die Aufholjagd ist beängstigend, liebe Genossinnen und Genossen. Bei der Kinderbetreuungsquote im Jahr 2014 ging es nur um 2,3% voran im Freistaat Bayern, eine so niedrige Zuwachsrate wie in keinem anderen Bundesland. Der Abstand zu den anderen Bundesländern ist nicht geringer geworden, was das Ziel war, sondern noch einmal größer. Und was macht die CSU? Sie setzt diese altbackene Politik fort mit einem Betreuungsgeld in einer Zeit, in der wir dringend frischen Wind bräuchten für öffentliche Kinderbetreuung, für frühkindliche Bildung. 1 Milliarde Euro will die CSU ausgeben bis zum Jahr 2021 für diese Fernhalteprämie von Bildungschancen, für Familien, für die Nichtinanspruchnahme einer öffentlichen Infrastruktureinrichtung. In Bayern fehlen 30.000 Kita-Plätze.
Der Druck wird größer auf die Kitas, nicht kleiner, auch mit den Flüchtlingen. Es fehlen 11.000 Erzieherinnen und Erzieher. Und unter den 10 Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland mit der niedrigsten Betreuungsquote sind allein 8 bayerische Landkreise, unter anderem das Ostallgäu und Berchtesgaden. Der Personalschlüssel in bayerischen Kitas ist immer noch 30% unter dem notwendigen Betreuungsverhältnis. Bei den Ferien- und Randzeiten sagen viele Familien, na Mensch, tut was, wir müssen doch dafür Sorge tragen, wir haben nur 6 Wochen Urlaub im Jahr, aber unsere Kinder 13 Wochen Ferien, dass auch dann unsere Kinder ordentlich betreut sind. Deshalb sagen wir Nein zum Betreuungsgeld und Ja zum Ausbau der Kita-Betreuung, und zwar in Quantität und Qualität. Liebe Genossinnen und Genossen, es wird mir schon das Zeichen gegeben, dass wir weitermachen müssen. Ich möchte gar nicht zu lang werden, aber eines, denke ich, dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Wir haben wieder die Deutungshoheit in der Familienpolitik. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Manuela Schwesig auf dem Parteitag in Amberg 2012 eine begeisternde Rede gehalten hat. Und sie hat das Erbe angetreten, auch unserer Renate Schmidt. Sie ist das Gesicht für eine solidarische und für eine moderne Familienpolitik. Und wir wollen das auch in Bayern umsetzen. Denn es ist unser Anspruch, die bayerische SPD ist die Familienpartei für den Freistaat Bayern. Wir setzen den Artikel 125 um. Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. Und daraus ergibt sich für uns die Verpflichtung, dass wir als Staat auch etwas tun. Und ich freue mich auf die guten Beratungen für eine moderne und solidarische Familienpolitik auf diesem Parteitag. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus